Ja Leute, und damit willkommen zurück bei Let's Play Alter Ego mit mir, dem Darkson. Ihr hört es immer noch, ich bin immer noch verschnupft und wir haben das letzte Mal hier den Matrosen anlocken lassen durch die gute Emily, die unten noch am Bügeln ist. Und jetzt müssen wir den Matrosen irgendwie ausschalten. So, wir hatten das letzte Mal den Tabak hier zum Trocknen gelegt und jetzt auf einmal ist er wie durch Zauberhand trocken. Riecht nach Seife, nicht gerade umwerfend, aber besser als nichts. Ach, Tabak ist Tabak. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Ich hab da so eine Idee. Gehen wir wieder mal zum Fenster. Weil das letzte Mal hat er ja gesagt, der gute Tim, er müsste den Matrosen irgendwie, oder wie er hier betitelt wird, der Abschaum irgendwie dazu bekommen, dass er sich hier hinsetzt. Das probieren wir doch einfach mal mit dem Tabak. Perfekt. Jawohl, raus damit. Ich komme raus. Was? Das war's noch nicht. So, da hockt der Gute, der ahnungslose Matrose, und jetzt hauen wir dem mal die Handschellen hier. Über den Dates. Oh, da habe ich jetzt den Dialog übersprungen, aus Versehen. Die kannst du behalten, du Schnösel. Ach, du Schnösel. So, Matrose ist außer Gefecht gesetzt und jetzt geht's hier raus, hoffe ich mal. Wollen wir mit der Emily nochmal reden? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ne? Nö, einfach raus. Okay. Ach, da liegt er ja. Vielleicht können wir den noch untersuchen, noch was finden. Du hättest es nicht nehmen sollen, was dir nicht gehört, Mistkerl. Das nehme ich wieder an mich. Ach, mein Amulett, genau, da war ja noch was. So, was hebt er noch auf? Und was ist das? Du hast also auch meine Mütze gefunden. Ach, das auch noch. Vielen Dank. Meine gute alte Mütze. Kann ich die aufziehen? Nö. So eine Erleichterung. Brians Was? Brief ist noch Brian's ganz. Brief? Eine brillante Idee, ihn ins Futter einzunähen. Wer ist Brian? Lieber Tim, du weißt, dass Schreiben nicht meine Stärke ist. Also komme ich gleich zur Sache. Das ist gut. Du hattest recht. Longery zu verlassen war keine gute Idee. Ich vermisse die alten Zeiten. Und ich habe ein bisschen Ärger. Bei unserem letzten Treffen hast du von Amerika gesprochen. Ich dachte, du wärst verrückt, aber ich habe meine Meinung geändert. Du bist nur ein Dummkopf, der mich hat gehen lassen. Aber wenn du es immer noch ernst meinst, komme ich mit dir. Wir werden ordentlich einen drauf machen. Du gerissener alter Fuchs. Ignoriere die Kleinen. Es gibt hier überall genug davon. Heute ist der 28. Oktober 1894. In genau 3 Wochen legt ein Schiff in Richtung Neue Welt ab. Und wir werden drauf sein. Du findest mich jeden Abend in einem Pub namens Salted Cheek. Lass mich nicht zu lange warten. Viel Glück und schwing die Hufe, Tim. Du weißt, dass ich keine Geduld habe, Brian. So, wir wollen also in die Neue Welt aufbrechen. Eher nicht. Was, eher nicht? Ja doch, wir wollen schon in die Neue Welt aufbrechen. Ja, den Brief haben wir gesehen. Was ist denn mit dem Amulett? Das Einzige, was ich von meinen Eltern noch habe. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, es zurückzubekommen. Die Frage ist, wir müssen jetzt in das Lieber Pub, ne? Tim, du weißt, du hattest mich vermisst bei uns. So, das hieß Salted Cheek, Salted Leak. Ah, hallo? Einem Pub namens Salted Cheek, okay. Komm ich da raus? Ein Pub namens Salted Cheek. Wo könnte der sein? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Vielleicht... Er verdient noch viel mehr, aber ich will mir die Hände nicht schmutzig machen. Ja, eben, vor allem, wenn wir eben vom Waschen kommen. So, dann frage ich doch mal die gute Emily, wo der Pub ist. Die wird das doch bestimmt wissen. Die kennt sich doch hier aus. Jawohl, da ist es doch schon. Nach dem Weg zum Pub Kennst fragen. Du einen Pub namens Salted Cheek? So ein seltsamer Name. Ich soll da jemanden treffen, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich dumme Gans. Ich hätte es wissen müssen. Was? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Spiel nicht den Unschuldigen. Das ist das beliebteste Freudenhaus der Stadt. Oh. Ja, und weiter? Es ist doch nichts passiert. Denken Männer eigentlich auch mal an was anderes als an solche Flittchen? Du machst mich krank. Oh Gott, so der erste Streit. Nicht. Ich soll da nur einen Freund treffen. Es war seine Idee, nicht meine. Geh doch und triff, wen du willst. Aber komm nie wieder her. Geh die Hauptstraße bis zum St. Patrick Square hoch, biege links ab und nimm die dritte Straße rechts. Du kannst es nicht verfehlen. Man riecht es schon von Weitem. Sei nicht sauer, Emily. Das ist doch lächerlich. Klar. Du bringst mich echt zum Lachen. Und jetzt raus! Was ist in sie gefahren? Ich verstehe die Frauen einfach nicht. Ach, wer versteht sie schon? Ich weiß auch nicht, warum sie so austickt.
Nur weil ich hier mal ins Freudenhaus gehe, hallo? Allerdings hat sie mir noch gesagt, wo ich das, ja, das gute Lokal finde hier. Und liebe Leute, ab jetzt wird es pleint. Wir gehen in den Pub und machen ordentlich einen drauf. Begräbnis der weißen Bestie. Es wird zunehmend protestlaut gegen die Beisetzung von Sir William auf dem Friedhof, auf dem die Opfer seiner mutmaßlichen Morde liegen. Polizeiliche Vorkehrungen und zusätzliche Patrouillen der Geheimpolizei sind zu erwarten. Der Tod der weißen Bestie wird allgemein als göttliche Fügung betrachtet. Einige fürchten jedoch, dass er noch nicht aus dem Spiel ist. Die Forderung nach der schnellen Einäscherung seiner Leiche wurde vehement zurückgewiesen. Der Familientradition folgend wird Sir William in der Familiengruft beigesetzt. Gott schütze die Königin und uns alle. Ja, Sir William, die weiße Bestie. Was da genau abgeht, das weiß ich auch noch nicht. Das wird bestimmt auch noch eine große Rolle spielen hier in dem Spiel. Genau nach Brians Geschmack. Ich wette, die Tür führt in ein Freudenhaus. Jetzt ist mir klar, warum Emily wütend wurde. Hey, Milchgesicht! Was? Ach, er hier. Was will er denn? Was? Er hat es wahrscheinlich vermasselt? Was? Ivo? Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Aber ich habe auf jemanden wie dich gewartet. Ach, ja. Denn heute ist dein Glückstag, Alter. Wem sagen Sie das? Also, was wollen Sie? Würfeln, Alter. Das Beste aller Spiele. Und du bist der Glückliche, der mit mir spielt. Was für ein Glück, bis auf den letzten Penny ausgenommen zu werden. Denk drüber nach, du entscheidest. Aber wenn du ablehnst, kriegst du keine zweite Chance. Was macht er, wenn ich mich weigere? Mich hinterrücks erstechen? Ach, wir würfeln mal, ich weiß oder? Nicht recht. Können Sie sich vorstellen, wie hart ich mir mein Geld verdienen muss? Das ist dein Problem. Die Frage ist, ob du weißt, wie man es genießt. Natürlich weiß ich das. Darum bin ich hier. Prostituierte sind nicht alles, was man bekommen kann. Schön, dann geben Sie mir noch einen Tipp. Du bist gar nicht so hoffnungslos, Milchgesicht. Sollen wir spielen? Okay, ich bin bereit. Das ist das Wort eines Mannes. Setz dich! Nicht so schnell. Ich muss noch was erledigen. Was könnte wichtiger sein als würfeln? Prime. Bier, sonst sterbe ich vor Durst. Oder Bier. Gut, ich halte dir den Platz frei. Aber lass mich nicht zu lange warten. Und ach, woher denn? Ich muss Prime finden. Die Würfel können warten. Eben, Prime ist wichtiger. Was haben wir denn hier? Liegen Karten, Schnapsgläser, ein Bierkrug, ein Ascher. Mit dem können wir alles nichts anfangen. So, dann hau ich entweder komme ich unbeschadet durch oder fange mir richtig eine ein. Die Chancen stehen 50-50. Oh ja. Nicht so schnell! Was? Ich will mich nur schnell oben ein bisschen umsehen. Dann gehe ich schon. Du würdest also gerne spionieren. Und was hältst du von einer Faust am Kinn? Ah, nicht so viel. Ich suche nur jemanden. Ein Freund, der Rotschöpfe mag. Er ist nicht oben, also verschwinde. Aber Sie kennen ihn. Können wir das nicht wie Erwachsene regeln? Nochmal, es ist gerade niemand bei den Mädchen oben. Verstanden? Ah, das hätte ich doch gleich sagen können. Ich will doch keinen Ärger machen. Hätten Sie doch gleich sagen können. Schon. Ah, egal. So, da hauen wir die hier mal an. Ich bezweifle, dass sie was weiß. Würde Brian sie mögen, wäre er hier irgendwo. Na gut, er kann nicht den ganzen Tag bei ihr sein. So, was haben wir denn hier, ein altes Klavier? Ich kann mich entspannen, solange es ruhig ist. Okay. Verblichene Inschrift. Der Pub Salted Cheek. Ich hätte etwas wie Seawolf erwartet. Aber Salted Cheek ist gar nicht übel. Ach, blinder Geigenspieler. Ich sollte ihm nicht so blind vertrauen. Vielleicht sieht er besser als ich. Tö. Wenn ich ein bisschen Spaß wollte, könnte ich ihn fragen, ob er Brian gesehen hat. Puh, das ist natürlich gut. Kerzen, was? Oh, Fischernetz. Ich weiß nicht, ob das nur Dekoration ist oder ob es wirklich den Raubputz an der Decke hält. Das hält wahrscheinlich den ganzen Laden hier zusammen. Können wir damit Stück was machen? Schrott hat schon den Geist aufgegeben. So, Klavier spielen können wir auch nicht, nichts oder? Nichts Klauenswertes. Ach, nichts Klauenswertes. Ich glaube, das ist der richtige Ort. Ah, ja, hier das sind ist wir das einzige Salted Cheek in der Gegend. Hier sind wir auf jeden Fall richtig, weil der einzige Punkt, den ich anklicken konnte. Oh, ein Geldschildchen. Es könnte etwas Nützliches drin sein. Aber wie komme ich ja, was ran? Was Nützliches, sowas wie Geld, ein wo wir würfeln können. Braucht eine gute Idee. Ach ja. Puh. Was ist denn? Oh, Messer. Nur eine Warnung von einem Schurken zum anderen. Kann man das ein nehmen? Ein guter Dieb braucht eine gute Idee. Ach, okay. Hier kommen wir ja draußen. Was ist das hier noch alles? Ein Seil? Nee, da können wir nichts machen. Hier geht's noch weiter nach hinten. Da schauen wir uns mal hinten weiter um. Langsam werde ich etwas nervös.
Ich sehe ihn nirgends. Kein Brian da, also da steht ein Stock, da können wir auch nichts machen. Barhocker, was ist hier alles? Getränke. Ich könnte einen trinken, während ich Brian suche. Das ist müde. Das muss warten. Ach, das muss doch warten. Oh, ein Mantel. Nicht jetzt. Zu ungeschützt. Okay. Nicht jetzt. Zu ungeschützt. Alles klar. Was ist mit ihm hier? Brödler. Ein Eimer Wasser würde ihn wecken. Aber ich bezweifle, dass er mehr als ein paar schmutzige Wörter sagt. Okay. Was hängt denn hier alles rum? Nochmal ein Fischernetz. Ich weiß nicht, ob das nur Dekoration ist oder... Ach, dasselbe, was wir schon hatten. So, da sitzt auch noch einer. Das ist nicht Brian. Mehr muss ich nicht wissen. Ja, den kann man nur mal fragen, oder? Ich weiß nicht, wer das ist. Aber offenbar will er in Ruhe gelassen werden. Ach so, und das war's schon. Was gibt's denn hier noch alles? Ein Kruzifix. Glauben die, das hält die Ratten aus dem Keller fern? Das wäre schön. Interessiert mich nicht. Sowas lässt sich schlecht verkaufen. Ach, trotzdem mitnehmen. Und eine Tür. Kein guter Ort, um nach Brian zu suchen. Wenn er bei einem Mädchen ist, sind sie im Bett. Das ist die Mühe nicht wert. So, in den Keller kommen wir also auch nicht. Er lässt sich auch nicht mehr ansprechen. Ach, jetzt kommen wir hier zu lang. Ich komme zu spät. Er hat das Geld versoffen. Die Messingknöpfe sind das Einzige, das sich zu stehlen lohnt. Okay. Ah, Messingknöpfe. Gut, nicht dann nehmen wir jetzt. Die. Zu ungeschützt. Hallo? Von was ist das denn bitte abhängig? Nicht jetzt. Nicht jetzt. Eben ging's doch. Ach, keine Ahnung. Dann talken wir mal mit denen hier. Wie läuft's? Schrecklich. Wieso sind Sie zu jedem so mürrisch? Hören Sie, ich werde nicht fürs Plaudern bezahlt. Bestellen Sie was zu trinken oder gehen Sie? Sie können ja echt nett sein. Mir würde ein Drink hier nicht schmecken. Versuchen Sie es mal. Vielleicht bin ich dann netter. Mit solchen Nettigkeiten hält sie sich nicht auf. Vielleicht mache ich sie mit einem Drink gesprächiger. Aber erst brauche ich Geld. Ah, das gute Geld. Was ist denn hier mit dem Wirt? Wir fragen mal nach Brian. Hallo, schließen Sie vielleicht bald? Aber Sir, gerade nachts haben wir geöffnet. Sie wissen schon, wegen der Mädchen. Was kann ich für Sie tun? Ich sollte hier einen Freund treffen. Vielleicht kennen Sie ihn. Sein Name ist Brian. Er ist so alt wie ich. Tut mir leid, Sir, aber ich will nichts damit zu tun haben. Mit was denn? Warum nicht? Sie wissen doch gar nicht, was los ist. Ganz genau. Und es ist mir auch egal. Verstehen Sie? Ich will keinen Ärger. Wovor haben Sie Angst? Ist doch nichts dabei. Hören Sie, mein junger Herr, ich kümmere mich nur um mein Geschäft. Und ich will nichts weiter, als dass mich niemand ausnimmt. Alles andere ist nicht mein Problem. Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber Sie können sicher sein, dass ich jedem dasselbe sagen würde, der nach Ihnen fragt. Ich würde ihm gern trauen, aber er ist sowieso ein Hasenfuß. Puh, ja, er hilft mir schon mal nicht weiter bei der Suche nach Brian. Wo sind die ganzen Gäste? Hat das grässliche Bier Sie abgeschreckt? Hören Sie auf, junger Herr. Das ist nicht schlechter als woanders. Die Polizeirazzia hat die Zechbrüder vertrieben. Oh, Razzia. Hm. Die haben wohl jemanden gesucht. Wer weiß. Aber was sollten Sie auch sonst wollen? Geht mich sowieso nichts an. Polizei? Suchen die vielleicht nach mir? Ja, da fragen wir mal weiter, was das mit der Razzia jetzt auf sich hatte. Wirklich, dass die Polizei nicht mal Nachtruhe gibt. Glauben Sie, sie kommen wieder? Wer weiß. Kommt drauf an, was Sie suchen. Oder wen? Wie lange ist es her, seit Sie hier waren? Schon einige Stunden. Gut, dann kann ich ruhig bleiben. Wie jeder andere ehrliche Mann. Ich rege mich nicht umsonst auf. Dieser Betrüger hat nichts mit mir zu tun. Wegen eines blinden Passagiers machen die doch nicht so ein Aufhebens. So, dann gucken wir noch mal, ob die mich sucht, die Polizei. Ich verstehe das mit der Polizeiaktion immer noch nicht. Vielleicht ist ein Sträfling entflohen. Man traut sich wirklich kaum noch auf die Straße. Darüber weiß ich nichts. Da kann jeder denken, was er will. Wenn es kein entflohener Sträfling war, was dann? Es gibt eine Menge Gerüchte. Sie wissen ja, die Leute reden viel. Es schadet nicht herauszufinden, was erzählt wird. Aber ich sollte die Gerüchte nicht allzu ernst nehmen. Oh Gott, oh Gott. Örtlichen Klatsch anhören. Was gibt es Neues in Plymouth, außer übereifrigen Polizisten? Junge, ah, Timmy macht wohl gerne mal lustige Sprüche. Wenn es immer so wäre, könnte ich dicht machen. Die Razzia hatte vielleicht mit Sir Williams Beisetzung zu tun, die heute auf dem örtlichen Friedhof stattfand. Ich kenne die einheimische Oberschicht nicht. Wer war er? Er war eine Art Legende. Man nannte ihn Mad William. Ich kenne einen Drink mit genau diesem Namen. Ich würde mich an Ihrer Stelle lieber nicht darüber lustig machen. Als seine Mutter ihn zum ersten Mal nach der Geburt sah, da lief sie brüllend weg. Solche Geschichten habe ich schon oft gehört. Jedenfalls ist er tot.
Ich frage mich, warum so viel Aufhebens um ihn gemacht wird. Die Lokalzeitung schrieb nichts Nettes über ihn. Und die Leute hatten Angst vor ihm. Und jetzt, nach seinem plötzlichen Tod, verstehen Sie, es ist nicht angenehm zu wissen, dass ein Mann auf dem Friedhof liegt, der 50 Leute ermordet hat. Oh, 50. Was hat die Polizei damit zu tun? Sie haben nur vorbeugend die Gegend gesäubert, sonst nichts. Sie wollten sichergehen, dass die Beisetzung glatt und ohne Probleme abläuft. Wenn mich nicht alles täuscht, ist sie jetzt vorbei und Matt William ist morgen vergessen. Der ganze Adel kann ruhig aussterben, ist mir egal. Hauptsache, die Polizei ist nicht hinter mir her. Ach, Ablenkungsmanöver. Das machen wir mal. Verzeihung, ich habe Sie etwas hinter dem Tresen tun sehen. Nichts Wichtiges. Ich dachte, vielleicht ist der Zapfhahn kaputt. Sie sollten ihn lieber nochmal überprüfen. Keine Sorge, alles läuft, wie es laufen soll. Möchten Sie ein Bier? Ja, im klar. Moment nicht, danke. Doch, nimm mir eins. Gut. Ich muss mir was anderes ausdenken. Ach, wir müssen ihn ablenken, dass wir hier an die Jacke da kommen. Ich bringe ihn dazu, wegzusehen, aber auf jeden Fall nicht lange. Ich kenne einen Drink namens Matt William. Ja, das sagt sie bereits, Sir. Ich dachte, es wäre doch passend für einen Toast auf den Tod ihres Mitbürgers. Könnten Sie ihn für mich mixen? Sowas machen wir normalerweise nicht. Ich zahle auch extra. Das ist ein anderes Paar Schuhe. Was gehört da rein? Rum. Haben wir. Zitrone. Haben wir. Ein rohes Wachtelei. Haben wir. Knoblauch. Haben wir. Zwiebeln auch? Haben Sie welche? Natürlich. Nein, keine Zwiebeln. Und Zimt. Ich muss mal nachsehen, ob wir welchen haben. Nein, ich fürchte nicht. Endlich. Ich dachte schon, ich müsste die ganze Vorratskammer dazu. So, und jetzt hier an die Messingknöpfe. So ungeschützt. Was? Mach doch. Jetzt geht's. Gut. Ich bin in Hochform. War ganz einfach. Ja, da kann ich stolz auf mich sein. Da klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter. So, und da habe ich auch schon die nächste Idee. Die Messingknöpfe tun wir dem Blinden hier mal ins Geldschälchen. Wir sind mal ganz fies. Mal gucken, ob das klappt. Sieht ganz gut aus. Oh ja. Der Schwachkopf hat nichts gemerkt. Oh mein Gott. Gut, jetzt haben wir Münzen, mit denen müssen wir bestimmt würfeln hier, mit dem Glücksspieler. Ich hoffe, ich verzocke nicht alles. Aber wenn ich mich setze, vergesse ich die Zeit. Ich sollte erst Brian finden. Vielleicht kommt er mit und wir nehmen den Alten gemeinsam aus. Ah, okay. Also können wir immer noch spielen. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Ich auch. Jetzt habe ich Geld und jetzt kann ich nicht spielen. Aber sie wollten mir ja auch noch einen Drink geben, beziehungsweise gesprächiger werden, wenn ich bei ihr was bestelle. Dann machen wir das doch mal so. Kann ich jetzt? Muss ich jetzt mit dem Geld ihr da in den Ausschnitt? Oder wie läuft das jetzt hier? Hallo? Ein Drink bestellen. Etwas Stärkeres wäre mir lieber. Aber Sie müssen im Voraus bezahlen. Ja, sicher, ich hab's doch. Reicht das? Ja, aber erwarten Sie keine Wunder. Wenn Sie etwas Besseres wollen, sagen Sie es dem Chef. Es spielt keine Rolle, aber danke für den Tipp. Wenn mein Kumpel kommt, überlasse ich das gern ihm. Setzen Sie sich ruhig. Ich bringe Ihnen den Drink. Schon gut, ich trinke ihn hier. So, trinken kann ich das Zeug jetzt nicht, oder wie? Nee. Dann rede ich mal mit ihr. Sie jetzt freundlicher zu mir sein? Kommt drauf an, was Sie wollen. Nur reden, sonst nichts. Ja, ein bisschen Maschinen. Smalltalk. Kommen Sie mit. Ich kann kurz Pause machen. Ja, ist ja eh keiner da. Fällt das gar nicht auf? Nee, Namen des Pubs, weiß ich, aber ich frage trotzdem mal, wo der herkommt. Mir gefällt der Name dieses Pubs. Salted Cheek. Ein Freund von mir hat mir geschrieben, dass er einen Besuch wert sei. Ich sehe hier nichts allzu Besonderes. Es gibt an jeder Ecke einen Pub und viele sind viel besser als dieser hier. Vielleicht habe ich eine falsche Adresse. Gibt es hier in der Nähe noch eine gute Werbung für den Laden? Nicht, dass ich wüsste. In dem sie arbeitet? Aber um die Ecke betreibt der einäugige Pirat eine Spelunke. Nein, das ist sie nicht. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, etwas über Brian herausfinden. Ich suche jemanden. Vielleicht können Sie mir helfen. Sie sind doch wohl kein Kopfgeldjäger? Ach, wissen woher Sie nicht, dass der letzte von hier Renegade in die Leichenhalle gebracht wurde? Sie liegen falsch. Und bevor Sie fragen, nein, ich bin kein Polizist. Ich suche nur meinen Kumpel Brian. Etwa mein Alter. Er würde Ihnen auf jeden Fall auffallen. Mir fällt vieles auf. Aber ich kann nicht sicher sein, dass Sie nicht lügen, oder? Sie ist ziemlich gerissen. Wenn sie Brian getroffen hat, hat er ihr bestimmt erzählt, dass ich komme. Ich muss nur beweisen, dass ich Tim bin.
Ja, mit Geld beweise ich doch nicht viel. Vielleicht mit dem Brief, den Prime mir gegeben hat. Da steht ja alles drin. Oh, mal kurz hingehalten. Na, glauben Sie mir jetzt? Wir kennen uns schon ewig. Oh, redet sie jetzt, oder? Ich herkomme und hier bin ich. Versuchen Sie keine Tricks bei mir. Ich kann nicht lesen. Machen Sie Witze? Oh Gott. Nee, aber ich will nicht drüber reden. Ja, würde ich auch nicht wollen. Ich kann Ihnen beweisen, dass ich ihn kenne. Könnte jemand Ihnen das vorlesen? Seien Sie still. Niemand darf wissen, dass ich nicht lesen kann, verstanden? Hm. Vollkommen. Dumme Trine. Wieso kann sie nicht lesen? Puh, ja, was haben wir denn noch hier? Mein Medaillon. Hey, Wirt, bring mir ein sehniges Stück Fleisch, aber schnell. Einen Augenblick, bitte. Mm, sehniges Stück Fleisch, lecker. Hat er Ihnen vielleicht erzählt, dass ich immer dieses Medaillon trage? Es ist das einzige Andenken an meine Eltern. Sie hacken immer weiter drauf rum, was? Was? Wie heißen Sie? Timothy Moore. Aber nennen Sie mich Tim. Das passt. Brian hat mir gesagt, dass Sie kommen würden. Dann kennen Sie ihn also. Ich muss mit ihm reden. Ines! Hol das Fleisch! Ach, Ines heißt sie. Ich habe Informationen für dich, aber du musst kurz warten. Bin schon unterwegs. Ach, jetzt warten wir auch noch. Und sie verschwindet im Keller. Mach's gut, Ines. Hol mal das Fleisch. Oh, was ist mit ihm jetzt hier? Er sieht auch nicht so freundlich aus hier, der Geselle. Ach, er läuft ihr einfach mal hinterher. Hier ist wohl, ja, das ist wohl der Darkroom da hinten. Verdammt, das schmeckt mir gar nicht. Ja, Moment, ich nicht gleich hinterher gestürmt. Der Mistkerl hat abgeschlossen. Die Sau. Kruzifix? Nee, geht nicht mehr anzuklicken. Ah, mein Fusel. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Ja, nimm mal ein Schlückchen. Das stecke ich nicht in die Tasche. Der Wirt wird es sofort sehen. Ja, und? Ich hab doch bezahlt dafür, oder? Ja, da hau ich den Wirt nochmal an. Es kann nicht sein, dass hier... Ach, von dem Mädchen berichten, genau. Eins ihrer Mädchen ist verschwunden. Sind Sie nicht besorgt? Im Keller. Die, die habe ich doch in den Keller geschickt. Ja, eben, jemand da ist sie auch ist verschwunden. Jemand ist nachgegangen und hat sie eingeschlossen. Verdammt, schon wieder? Ach, es kommt wohl öfters vor. Sonst würde ich es nicht alleine schaffen. Das ist Ihre einzige Sorge? Und was ist mit dem Mädchen? Die kann auf sich selbst aufpassen. Wie können Sie so ruhig bleiben? Sie ist zumindest Ihre Angestellte. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wenn Sie den Helden spielen wollen, bitte sehr, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Natürlich. Hier ist er. Und jetzt will ich nichts mehr davon hören. So ein Fiesling überlässt alles mir. Gut, wir haben einen Ersatzschlüssel. Den benutzen wir natürlich mit der Kellertür. Und dann gehen wir der guten Ines mal hinterher. Von dem komischen Typ da. So, und das war's, oder wie? Er ist kein Anfänger. Er hat den Schlüssel im Schloss stecken lassen. Nichts zu machen. Aha. Ja, mit dem Medaillon rausschieben? Nee, das geht nicht. Vielleicht mit dem Messer, was da vorne irgendwie steckt. Können wir das jetzt nehmen? Ein guter Dieb braucht eine gute Idee. Ach Gott. Nur was irgendwie gewinnen, oder wie? Nee. Verlockend. Aber wenn ich mich setze, vergesse ich die Zeit. Ich sollte erst Brian finden. Vielleicht kommt er mit und wir nehmen den Alten gemeinsam aus. Ich brauche das Messer. Hallo. Nur eine Warnung von einem Schurken zum anderen. Verdammt. Gibt's hier sonst noch was? Nee. Der Blinde. Oh, wie komme ich denn jetzt an die Tür? Beziehungsweise, wie kommt denn ein Schlüssel aus der Tür? Gibt's hier hinten? Ah, in der Ecke hier hinten? Nee. Scheint auch nichts zu sein. So, dann hau ich den Wirt nochmal an. Ach, Werkzeug. Hier, guck an. Hallo. Ich kann die Kellertür nicht öffnen. Von der anderen Seite steckt ein Schlüssel. Und was soll ich da machen? Ich muss ihn irgendwie herausbekommen. Haben Sie eine Art Werkzeug dafür? Machen Sie Witze, ich bin doch kein Schlosser. Geben Sie mir ein dünnes Messer oder etwas, das ins Schlüsselloch passt. Das Messer nicht, aber Sie können es hiermit versuchen. Was hat er mir jetzt gegeben? Was ist denn das hier? Ach, ein Korkenzieher. Super Werkzeug. Ich komme schon zu spät. Echt, kommen wir schon zu spät? Werden wir gleich sehen. Hat das jetzt gefruchtet? Ah ja. Gut, dann schließen wir mal auf.
Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Das hoffe ich auch. Und ob wir zu spät kommen oder nicht, liebe Leute, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Alter Ego. Ja, wie immer, ne? Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Haut rein. Bye, bye.